Kevin vom SC Freiburg und ich jetzt im Fußball-Quiz-Battle. Ich hoffe, du weißt die Geburtsdaten deiner Kollegen alle. Ja, schön wär's. Ich weiß, seit 23 Jahren muss ich jedes Jahr Mama fragen, wie der Geburtstag von Papa ist. Also das ist auch nicht so einfach für mich. Der Bruder ist ein FIFA fast unschlagbar. Also das war nur zum Üben damals, dass ich nicht ganz so abkacke. Bin ich wirklich gespannt, ob euch gewinnt, weil ich von Kevin weiß, er ist nicht so der Stärkste in den Spielen, deswegen. Bitte? Das ist gemein, weil wir auch bei der zweiten. Das hoffe ich, dass es gemein ist. Hast du sogar alle drei erraten? Wenigstens geil. Nicht zu null. Erster Punkt. Ja. Nicht zu null. Erster Punkt, da ist er. Gott sei Dank. Ich möchte sie ja auch nicht allzu schwer machen, weißt du? Weil mit einer zu null Klatsche, das wäre dann auch. Ja, da kann ich mich nicht mehr blicken lassen, Alter. Da kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Ja, das ist was für mich, weil ich mich doch sehr gut mit den Jungs auskenne in der Bundesliga. Sehr gut, sehr gut. Die siehst du öfter, habe ich das Gefühl, ne? Könnte sein. Eventuell. Gut, dann darfst du wieder einen Fußball an die Wand hängen. Jetzt muss ich auch wieder einen Stift holen. Ist ja Wahnsinn. Doch nicht so gut vorbereitet. Julia Quinn ist auch dabei. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Mal schauen, was du drauf hast bei dem Ding. Nicht so viel wie ich. Liebe Grüße gehen nach München, Julie, ne? Hast du geübt, ne? Der Viertel nehmen wir. Schreibst du schon? Ich schreib schon, ja. Nein, der Viertel. Beschiss, Schiedsrichter, Video Assistant Referee, bitte. Timeout. Timeout. Nochmal zurück. Nein, der vierte Buchstabe, der jetzt kommt, quasi. Ach so. Ich würde sehr gerne noch eine Runde weiterzocken, dann drüben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das freut mich sehr, mir auch.